Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2, die Hexenkönigin. Let's Plays. In diesem Part werden wir ein, zwei Matches Eliminierung machen. Und damit würde ich dann sagen, weiter geht's. Okay, Dämmerbruch, dann weiter geht's hier. Was zum Werten? Hier Geschütze platziert, damit die rumschießen können. Das ist doch eh kein Mensch. Eliminiere deine Feinde, ja, wirklich, und beschütze dein Team. Los! Wer braucht überhaupt irgendeine Regel bei diesem Modus? Ich meine, jeder versteht, wie der läuft hier. Hallo. Danke. Das ist jetzt vielleicht nicht verpassend, aber nur du bist noch auf den Beinen. Zeig, zu was ein Hüter fähig ist. Das ist jetzt richtig unpassend eigentlich, aber anderes jetzt. So, ich mache. So, zack. Schnell das wieder an und komm. Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Sie denken, sie haben schon gewonnen. Zermalme sie mit ihrer eigenen Arroganz. Ja, was denn auch sonst davon ab? Das Match müssen wir jetzt mal richtig anfangen. Zurück. Nicht das war nichts. Zeit für ein Comeback. Na wirklich. Und ich dachte, man soll jetzt einfach so auf dem Boden liegen bleiben und uns erledigen lassen. So. Nix da. Was? Ja, komm. Ich, da macht man richtig mit und schafft es trotzdem nicht mal einen einzigen zu erledigen. Komm doch her und heil mich. Ich würde sagen, wieder, beleg mich wieder. Was soll das doch werden, ne? Sie haben diese Runde gewonnen, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Du kannst die nächste gewinnen. Hätte man zumindest ein bisschen mehr eine Chance gehabt. Überwältige sie. Diese Runde gehört dir. Ja, aber nur, wenn wir uns jetzt richtig anstellen. Und es hat nicht einfach so erledigen lassen. Oder halt eben doch. Vertrau darauf, dass er es schafft. Das Match hier läuft über Müll, aber na, was soll jetzt, das ist aber halt. Dann habt ihr halt die Zeit aus für den Part jetzt hier. Oder für die Dienstag-Parts. Das steht am gleichen Tag, wo ich die aufnehme hier. Also, das ist jetzt halt so ein Ding, was ich so ein bisschen aufnehmen muss, damit die überhaupt noch rechtzeitig rauskommen. Ah. Das gegnerische immerhin. Team ist geschlagen. Wunderbar. Hey, das da läuft echt nicht gut. Der Feind ist in Führung, von mir. Aber das kannst du ändern. Ja. Wenn man es aber nicht ändern kann, dann ist das natürlich kein Problem, aber das weiß ich schon. Und jetzt laufe ich gerade schon wieder meinen eigenen Tod rein, ne? Ja, komm. Ja, wieso? Wie hat er mich noch vorm letzten Schlag erwischt? Das ist echt gerade ein guter Modus für ein paar Lamana aus der jetzt. Was soll ich machen? Ich meine, ich weiß nicht wirklich, was ich kurz noch nehmen soll. Und keine Ahnung. Alle Gegner eliminiert. Dein Team hat sie vernichtet. Ja, jetzt muss ich nur noch sicher sein, damit das so ein bisschen besser aussieht. Es wird knapp. Ich will nicht von anderen Leuten gecarried werden. Na, dann probieren wir es mal so von der Seite aus. Geht wahrscheinlich auch wieder nach hinten los, aber was will ich dann nicht. Gerade weil ich mir eine Waffe hole, mit der ich sowieso direkt an den Gegner dran sein muss. Okay, wo sind die schon wieder? Nur noch na, den habe ich mir nicht mit mir geholt. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Auch wenn ich den eigentlich hätte problemlos erledigen müssen. Naja. Kein einziger Gegner ist mehr auf den Beinen. Scheint zumindest mal so, als würden wir das Match gewinnen. Also das ist immerhin etwas. Du bist in Führung. Kann ich der Einzige sein, der von meinem Team stirbt hier? Ja.
Aber was weiß ich, das ist halt so einfach, so wie es ist. Ja. So. Okay, wie soll hat der mich noch getroffen? Ich habe, bevor der geschossen hat, den Punch reingedrückt, aber der ist trotzdem erst jetzt gestorben. Er hat keine Chance. Also hat mich noch mit Gold, so. One-v-one, ha. Darauf, dass er es schafft. Was ist das jetzt hier? Ein Kopf-an-Kopf-Rennen schon wieder, oder was? Sie haben diese Runde gewonnen, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Du kannst die nächste gewinnen. Mhm. Es wird knapp. Sicher dir einen Vorsprung. Okay, das dauert noch einen günstigen Moment. So. Warum muss das gerade jetzt so kommen? Ja, komm, natürlich. Direktfusionsgewehre. Aber anders hätte ich ja eigentlich auch schon vorher dodgen können und dann zwei Schüsse abschießen können von der Gräfe. Dann jetzt fetzt den weg, verdammt nochmal. Wenn ich mich hier schon so blöd anstellen muss, dann okay, geht das mir nicht ins Ordnung. Ich hoffe nicht. Hörst du das, Hüter? Ich auch nicht, weil sie restlos vernichtet wurden. Matchpunkt. Du kannst es schaffen. Zeig es mir. Ich glaube nicht. So. Ne, ne, und nochmal ne. Okay, warte, was? Nein. So, was von weg hier. Nur noch ein Gegner übrig. Er hat keine Chance. Ne, der belebt hier niemanden. Okay, die ging komplett in die falsche Richtung. So, zack, fertig. Dein Feind wird sich an dich erinnern. Alle, der wäre so jetzt so gestorben, obwohl auch wenn ich ihn nicht weggeboxt hätte. Hast du schon mal daran gedacht, den Schmelztiegel zu übernehmen? Ja, ist doch egal. Naja, dann auf zum nächsten Match. Ne, die Rostlande, also, oder ist das die gleiche Karte? Weiß ich jetzt nicht. Aber keine Ahnung. Ne, ist es nicht. Eliminierung. Ja. Deine Gegner haben es auf dein Leben abgesehen. Verteidige es. So. Komm wieder raus. Nein. Okay, der war komplett im Zero. Ja gut, nee. Das ist doch mal nichts. Da war es nur noch ein. So. Nur noch ein Feind übrig. Lass ihn nicht. So, zack. Ey, komm. Da danke. Nur noch ein. Was auch mal das gerade war. Du hast ihn vor der Nase zugeschlagen. Ausgezeichnet. Wirklich ein du liegst sehr guter Ding. Setz dich ab. Ja, wirklich. Ich dachte, wir sollten einfach nur da so bleiben, wo wir sind. Reicht ja eigentlich auch, oder? Für mehr will bitte schon mit Abstand gewinnen. Also ich jedenfalls. Weiß jetzt nicht. Ne? Scheiß Camper. So. Hallo. Nur noch ein danke. Gegner übrig. Er hat keine Chance. So, direkt drauf da. So, ist schön weggefetzt mit der Klefe. Schmeckst du das? Es nennt sich Sieg. Das ist gut. Du liegst vorn. Bau deinen Vorsprung aus. Ja. Captain Obvious, wer... Ja, keine Ahnung.
Okay, das war nicht so die schlaue Idee, jetzt wieder mit der Glyphe direkt anzustürmen. Was hat man da so? Ach, keine Ahnung. Aber jetzt mal mehr als ich mit dem Herzen, lass das denn bitte zu. Nur noch ein Gegner übrig. Er hat keine Chance. So, zack, komplett weggefetzt. Schmeckst du das? Es nennt sich Sieg. Ja. Na wirklich. Und ich dachte, das schmeckt. Das ist Niederlage. Dein Team führt, wie erwartet. Ja. So ist das doch schön. Ein komplettes Match dominieren und dann einfach schön den Sieg nach Hause nehmen. Oder eben hier sich so umbringen lassen. Naja. Das geht auch. Nur noch ein Feind übrig. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Ja, ein Feind, dann soll man direkt draufhauen. Etwa so. Geht doch. Dankeschön. Alle Gegner eliminiert. Ich lasse mir schon wieder viel zu viel Pausen zwischen dem, was ich sage, aber anderes jetzt. Können wir es mir vielleicht auch ein bisschen anhören, als ich noch relativ müde bin. Matchpunkt. Du kannst es schon. Was soll man machen? Zeig es mir. Irgendwie muss ich das jetzt hier noch fertig kriegen. Also, wird einfach durchgearbeitet. Naja. Ab auf den Matchpunkten, dann wird hier den. Hätte wir gewonnen. So. Nur du bist. Ach komm. Auf den Beinen. Zeig so, was ein Na gut, das war jetzt klar, dass das nicht wird. Ich bin selbst, wenn ich den noch bekommen hätte, wäre das jetzt immer noch einer übrig gewesen. Aber irgendwie müssen die ja mal einen Punkt bekommen. Ich finde, diese armen Leute können ja schon nicht gewinnen. Jetzt mal merkt, wenn wir das jetzt noch verlieren, ne. Ne. Ja. Ja, komm, ne. Wie hat mich das noch weggefetzt? Warum spielt er hier mit dem Bogen? Jetzt nur mehr ernst. Das, welcher Sinn hat das? Und jetzt bin ich gleich wieder vor der. Ach komm, ne. Was war das gerade, bitteschön, für eine schlaue Aktion? Nur noch ein Intelligenz auf Höchstlevel oder was? So. Teammitglied ist ja, ich wollte gerade schon sagen, wenn wir das, wenn das jetzt nichts geworden wäre, nee. Ein koordiniertes Team ist ein zufriedenes Team, Hüter. Ja. Ich kann das Lächeln von hier aus sehen. Nein. Wie peinlich für Sie, Bestnote, Hüter. Ja, super. Und damit würde ich dann auch sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.